Und plötzlich bedeutet das Bedeutungslose was. Ich will kein Theater. Vielleicht einfach einmal eine Tätigkeit ausstellen, die man ausüben kann, ohne etwas darzustellen. Ich will natürlich zu mehreren und größer sein, als ich bin. Denn Sie sind es doch, die sich verkleiden und mit Attributen behängen, die sich ein Doppelleben anmaßen. Ich sage, weg mit Ihnen! Sie sind nicht echt. Echt sind nur wir. Sie sind nicht echt! Echt sind nur wir! Echt sind nur wir! Sie sind nicht echt. Echt sind nur wir. Nur wir. Nur echt wir. Sind nur wir. Echt. Sie sind nicht echt. Echt sind nur wir. Sie sind nicht echt. Echt sind nur wir. Wer wir sind? Wer wir sind? Dies zu wissen scheint unnötig zu sein. Es genügt zu wissen, dass wir nur sind. Dies zu wissen scheint unnötig zu sein. Es genügt zu wissen, dass wir nur sind. Damit haben wir schon genug zu tun. Wir können aber auch diese Schauspieler sein. Wer ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Ein wertesetzendes Tier. Also ein wertesetzendes Tier, das in einem Film dahinrennt oder davonrennt. In einem Film dahinrennt oder davonrennt. Halt! Oder sind wir diese Schauspieler? Nur eine Hülle. Für die in einer Ewigkeit verschwindende Seele der Autorin, die sich gerade den Arsch aufreißt. Oder sind wir diese Schauspieler nur die Hülle für die in eine Ewigkeit wegschwebende Seele der Autorin, die sich gerade den Arsch aufreißt? Wie können wir uns darstellen, dass man von uns spricht, weil wir von etwas ganz anderem gesprochen haben? Wie können wir uns darstellen, dass man von uns spricht, weil wir von etwas ganz anderem gesprochen haben? Oder sind wir diese Schauspieler nur die Hülle für
die in einer Ewigkeit wegschwebende Seele der Autorin, die sich gerade den Arsch aufreißt? Wie können wir uns darstellen, dass man von uns spricht, weil wir gerade von etwas ganz anderem gesprochen haben? Sind wir die einzige Stätte? Nein, die einzige gewiss nicht. Wir sehen gern auch andere Stätten und machen gern auch Städtenreisen, um irgendwo zu Gast zu sein. Sind wir eine von vielen Stätten des Seins und des Bezugs zum Seienden? Geh bitte, lass endlich dieses blöde Buch aus, in das du dich seit Jahren krallst, dumme Kuh! Du verstehst das eh nicht! Bitte lass endlich dieses blöde Buch aus, in das du dich seit Jahren krallst. Dumme Kuh, verstehst das eh nicht. Sei ganz du selbst. Wenn du nicht sofort losgehst, wirst du nie wieder in dich zurückfinden. Und wer sonst würde dich überhaupt finden wollen? Wir sind ja nur unsere eigene Wahrheit und die anderen Wahrheiten spielen wir bloß. Keine Ahnung, in was und in welcher Rolle. Nur möglichst groß soll sie sein, die Rolle. Es hat und ist ja auch Klopapier nur eine Rolle. Oder? Immerhin eine kleine. Oder? Ich sehe, dieser Herr in der ersten Reihe fängt an zu toben. Gehen Sie ihm aus dem Weg. Wenn er hinausstürzt, setzen Sie sich ein paar Plätze weiter weg, falls Sie überhaupt eine Karte bekommen haben. Für dieses Stück nehme ich das aber als gegeben an. Theatertexte sind in erster Linie Sprechtexte. Auch Lesetexte.
Ein Sprechen, das aber sozusagen ausgestellt ist, um dann kollektiv rezipiert zu werden. Meine Theatertexte sind in erster Linie Sprechtexte. Auch Lesetexte. Ein Sprechen, das aber sozusagen ausgestellt wird. Um danach kollektiv rezipiert zu werden. Wie im antiken Theater stelle ich meine Figuren auf Kothurne. Aber Figuren sind es ja gar nicht. Mein Sprechen ist es ja selbst, das spricht und sich Figuren daraus erschafft. Sie sollen ja wichtig werden, weil sie ja sozusagen mich sprechen. Nicht nur an meiner Stelle. Ich spreche privat nur sehr wenig, weil ich selten unter Menschen gehe. So leihe ich mir mein Sprechen durch den Mund des Schauspielers, der Schauspielerin. Vielleicht auch damit endlich wichtig wird, was ich sage. Ich kann daraus keinerlei Ansprüche ableiten. Und was ich sage, das kann vom Publikum jederzeit widerrufen werden. Doch, da die Rezeption eben kollektiv ist, kommt der Einzelne mit seiner Zustimmung oder Ablehnung nicht an mich heran. Ich weiß mitnichten, was das Publikum denkt. Es hört aber, was ich denke. Ich spreche privat nur sehr wenig, weil ich selten unter Menschen gehe. So leihe ich mir mein Sprechen durch den Mund des Schauspielers. Der Schauspielerin. Vielleicht auch, damit endlich wichtig wird, was ich sage. Es ist vielleicht eine Art Bittleihe. Ich kann daraus keinerlei Ansprüche ableiten. Und was ich sage? Das kann vom Publikum jederzeit widerrufen werden. Doch da die Rezeption eben kollektiv ist, kommt der Einzelne mit seiner Ablehnung oder Zustimmung nicht an mich heran. Ich weiß mitnichten, was das Publikum denkt. Es hört aber, was ich denke.